Hallo und herzlich willkommen zurück. In diesem Basic-Video konzentrieren wir uns jetzt auf die besondere Regelung, wenn man eine Ungleichung durch eine negative Zahl dividiert bzw. mit einer negativen Zahl multipliziert. Das bedeutet, aus kleiner wird ein größer und aus größer wird ein kleiner Zeichen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum das so ist. Und genau das werden wir im Folgenden klären. Nun betrachten wir beispielsweise die Ungleichung minus 8x plus 8 ist kleiner als 24. Formen wir diese um, damit x alleine auf einer Seite steht. Der erste Schritt ist, die 8 zu subtrahieren, um plus 8 auf die rechte Seite zu bekommen. Das ergibt minus 8x kleiner 24 minus 8. Also minus 8x kleiner 16. Jetzt müssen wir durch die negative Zahl minus 8 dividieren. Und es ergibt sich minus 8 dividiert durch minus 8x größer 16 dividiert durch minus 8. Achtung, mit diesem Schritt mussten wir das Ungleichheitszeichen umdrehen. Also wird aus kleiner ein größer. Somit gilt, x ist größer als minus 2. Warum ist diese Rechenregel nun notwendig? Nun machen wir die Probe. X größer minus 2 in dem Grundraum der ganzen Zahlen bedeutet, dass x ist gleich minus 1, 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter annehmen kann. Probieren wir es für die ersten drei möglichen Zahlen aus. Wir setzen nun in unsere Anfangsgleichung eine der drei ersten möglichen Zahlen ein und berechnen die linke Seite der Ungleichung. Erste Möglichkeit wäre, für x minus 1 einzusetzen. Daraus ergibt sich minus 8 mal minus 1 plus 8 kleiner 24. Also minus 8 mal minus 1 ergibt 8 und 8 plus 8 ergibt 16. Somit erreichen wir die Ungleichung 16 ist kleiner als 24. Und dies ist eine wahre Aussage, dass 16 wirklich kleiner als 24 ist. Angenommen, x ist gleich 0, dann ergibt sich, wie du hier sehen kannst, die Gleichung minus 8 mal 0 plus 8 kleiner 24. Und daraus folgt, dass 8 ist kleiner als 24 ist. Und diese Aussage ist ebenfalls wahr. Jetzt die Durchführung der Probe, wenn wir bei unserem letzten Umformungsschritt das Ungleichheitszeichen nicht umgedreht hätten. Dann würde als Ausgangspunkt stehen, dass x kleiner minus 2 ist. Somit wären für unsere Probe die möglichen Werte für x gleich minus 3, minus 4, minus 5 und so weiter. Berechnen wir erneut die Probe für diese Werte. Die erste Möglichkeit ist, dass x gleich minus 3 ist. Somit minus 8 mal minus 3 kleiner 24. Berechnen wir minus 8 mal minus 3, erhalten wir 24. Und 24 plus 8 ergibt 32 und ist somit größer als 24. Das bedeutet, die Ungleichung 32 ist kleiner als 24 ist eine falsche Aussage. Die richtige wäre, dass 32 größer als 24 ist. Genauso wie wenn wir für x den Wert minus 4 einsetzen würden. Hier erhalten wir 40 ist kleiner als 24, als ebenfalls falsche Aussage. Was können wir nun daraus folgern? Die besondere Ausnahme für Ungleichungen, nämlich dass bei der Multiplikation oder Division einer negativen Zahl das Ungleichheitszeichen umgedreht werden muss, ist berechtigt und eine wichtige Rechenregel, da ansonsten nie eine wahre Aussage erlangt wird. Drücke kurz auf Pause, um dir die Ergebnisse einerseits für x größer minus 2 und andererseits x kleiner minus 2 noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen. Wenn du nun verstehst, warum diese eine besondere Ausnahme so wichtig ist, kannst du mächtig stolz auf dich sein. Und bei meinem letzten Video des Lernzyklus erwartet dich ein spannender Realitätsbezug von linearen Ungleichungen. Freu dich, es wird flauschig und rosig zugleich.